Aber ich muss auch zugeben, im Traum, finde ich, passiert vieles so, wie du es gerne hättest. Also vielleicht so eine Vorstufe von luzides Träumen. Also irgendwie, ich versuche den mein Gegenüber jetzt so zu bringen, dass er dies und das so sagt oder mir das und das gibt, und dann schaffe ich es, den auch so zu überzeugen. So, was vielleicht Ja. in echt, wo ich dachte, okay, es klappt vielleicht nicht ganz, aber dann klappt es doch so, weißt Ja. du? Ich komme zu diesem komischen Traum mit dem Longboard zurück, ne? Ja. Ich hatte da, wie gesagt, diese komische Forelle. Das ist echt aber strange mit dem Das Träumen. ist so komisch gewesen. Das war irgendein lebender Fisch, den ich so Ja. irgendwie transportieren musste. Ich weiß nicht, was überhaupt mit dem Fisch auf sich hatte. Ja. Und ich habe den irgendwo kurz liegen lassen. Und da war die schon die ganze Zeit in meinem Traum irgend so eine komische Person immer so dabei. Also eine Fremde. Und ich dachte 100%, okay, die klaut den Fisch jetzt, der ist weg. So, war Okay. ich mir 100% sicher, wollte ich natürlich nicht, war ich Ja. da und der Fisch war nicht geklaut, und das war so, das hätte ich eigentlich, das wäre also in echt, wenn es die Situation echt gegeben hätte, er hätte die Forelle geklaut. Aber er hat es nicht Aber gemacht, er hat es nicht gemacht, okay. weil ich sozusagen, keine Ahnung, gedanklich verändert habe. Ja. Das ist wirklich sehr verrückt mit der Forelle. Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die du mir auch schon ganz oft erzählt hast, ist dieser Traum mit dieser Blume. Und dann, wo irgendwie der Himmel auf dich herabfällt oder so. Das Wie war, war ich das hab nochmal? da richtig, das hatte ich, daran kann ich mich noch erinnern, das war zu Kindergartenzeiten. Okay. Und das war, ich hatte richtig so, wie sagt man, so ein Fiepen im Ohr, richtig Druck auf der Brust, richtig, Ja. mir ging's richtig scheiße. Und das, ich glaube, das ist ein Fiebertraum, weißt du, wie ich meine? Ja, Das kann man klar. richtig so als Fiebertraum Ja. bezeichnen. Das war irgendwie so ganz stressige Situation. Da war irgendwie ein Bordsteig mit so einer kleinen Blume. Ich drehe die aus Versehen um und der Ah ja, Himmel genau. ist glühend und aus Metall und fällt runter. So, Ja. das war so. Ich bin auch immer aufgewacht davon natürlich. Ja. Und hast du das öfter Das geträumt oder einmal? richtig oft, eine Richtig Zeit lang oft. richtig jeden Abend. So, das war Okay, echt hart. okay, okay. Also, wo du gerade Fieberträume gesagt hast, das hab ich auch tatsächlich immer noch. Oh, jetzt wird's mir gerade. Ist hier was abgeraucht hier gerade? Irgendein Sound? Warte mal. Das habe ich auch immer noch ab und zu mal. Muss ich überlegen, also das ist halt oft auch, wenn ich Fieber habe, und dann ist das so, das würde ich gar nicht mal unbedingt als Träume bezeichnen, weil ich habe das auch, wenn ich dann wach bin, dass ich irgendwie so, ich würde es mal als Musik oder so ganz komische, abstrakte Soundkulisse beschreiben, die ich dann höre, die, also im Prinzip, als würde ich so eine Art, als würde ich mein Blutrauschen halt selber hören, aber halt so richtig laut und so, wie als würde man ganz viel Percussion durcheinander irgendwas rumkloppen. Und ich bilde mir auch ein, dass ich mir das gleichzeitig, diese komischen Sounds vor meinem inneren Auge, dann halt im Halbschlaf oder im Schlaf, dann so virtualisiere. Weißt du, gibt doch diese Musikvirtualisierung, wenn dann, da kommt ein Bassdrum und dann geht irgendwie so ein Kreis auf und dann wird das irgendwie, driftet das so auseinander, irgendwelche komischen fancy Musikvirtual. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja, Man kenn kann ich. Musik nämlich sozusagen virtualisieren, da gibt es so Algorithmen für. Und das ist irgendwie, da habe ich dann im Prinzip die Musik als Bild, aber ist irgendwie sehr abstrakt und irgendwie furchteinflößend, auch vor meinem inneren Auge. Und wie gesagt, ich glaube, als ich vor den Sommerferien da war, hatte ich auch mal Fieber. Und da war das auch, da bin ich nachts aufgewacht und hatte auch seit längerem mal wieder diese komische, ich bezeichne das immer als Geräuschkulisse, ich kann das irgendwie auch nicht wirklich erklären und bin dann, weiß dann halt auch schon, okay, jetzt musst du kurz einfach mal wach bleiben und hab dann irgendwie, glaube ich, Musik gehört über Kopfhörer. Und damit konnte ich dann dagegen irgendwie anwirken. Aber also bei Fieber, da läuft bei mir auch mal irgendwas ganz komisch im Kopf. Das ist strange. Ich habe das auch nie wieder gehabt, ehrlich gesagt. Also ich kann Ja. mich nicht erinnern, das je in Grundschulzeiten oder später noch je gehabt zu haben. Ja. Wahrscheinlich hatte bestimmt irgendeine wichtige Entwicklungsphase in deinem Leben begleitet. Und wenn es nur der, weiß ich nicht, der erste Backenzahn ist der oder so, weißt du, irgendwas steckt bestimmt dahinter. Ja, kann sein. Tja. Sehr Oh, hier ist was in interessant. Erde. Nehmen wir mal mit. Jetzt auf jeden. So, was haben wir hier? Ach, das kenne ich noch gar nicht. Kleiner Stall. So, wie gesagt, dieses luzide Träumvideo, das wollte ich irgendwie mal angucken. Das geht halt irgendwie auch eine Stunde. Und ich weiß nicht, ob man sich das nur anhören muss oder ob man es auch wirklich sehen muss.
Weil am Ende sind das halt nur einfach irgendwelche komischen, so eine Meditation. Leute, die es können und nicht sagen, wie es geht. Ja, genau. Und dann, ich glaube, der quatscht dich auch. Also wie halt so auf so einer schlechten Meditations-CD. Weiß ja nicht, ob das... Aber da stehen auch in den Kommentaren, oh ja, ich habe geträumt, dass ich Selena Gomez getroffen habe und ich hatte mir den besten Sex, den ich je hatte und so. Ist echt witzig. Ich weiß nicht, ob die sich das ausgedacht haben, aber also lustig ist auf jeden Fall, was in den Kommentaren steht. Das ist wirklich gut. Oder irgendjemand anders war das. Sehr witzig. So. Hat Phil eigentlich nochmal gesagt, also ob der irgendwie heute nochmal kommt oder unterwegs ist, oder? Er hat gesagt, er geht irgendwo essen und kommt vielleicht, so. Okay, okay. Ich glaube, die sind sogar heute mal wieder am Hafen, die YOLO-Gang. Ich bin ja in diese komischen Gruppe reingeraten irgendwie. WhatsApp-Gruppe, deswegen kriege ich das immer mit, wenn die sich absprechen. So. Weißt du, was Bone Stone ist? Also Bone ich weiß, was das ist und wie man es macht, aber ich weiß nicht, ob man das braucht. Weil habe ich in irgendeiner Höhle in der Wüste gefunden. Ja. Ich überlege gerade, gibt es. Ich glaube, das soll halt so eine Art, wie sagt man, nicht Skelett, also sowas, was seit Jahrhunderten in der Erde. Fossil. Genau, Fossil. Was halt so eine Fossile darstellen. Aber ob man damit irgendwas machen kann, weiß ich nicht. Also Bone-Mehl kann man daraus machen. Ja, okay, gut. Ich glaube, das war es wahrscheinlich auch schon. So. Hallo. Guten Morgen. Oh, Tönes. Ah. Hey, ich hab ohne Witz, vor 3 Minuten habe ich Philipp gefragt, ob... 2 Sekunden. Ja, weniger noch. Habe ich gefragt, ob du heute mal vorbeikommst. Also habe ich Philipp gefragt. Sehr witzig. Na, hast du telepathisch das direkt... Oh, warte, ganz kurz, das liegt gerade... Professor Layton, ich liebe Professor Layton, ja, stimmt. Na, was geht, Tönes? Mir ist alles super. Ich habe gehört, du hast was essen? Ja, von wem? Hast du es gehört? Ja, das hat Philipp gerade erzählt. Der meinte halt, du hast essen gehst und danach eventuell noch. Ja, richtig. Okay. Ja, schön. ich war schön essen. Sehr mit schön. Meiner Freundin und ihrer Familie und es war ganz toll wieder. Sehr schön. Wo wart ihr? Al Porto. Ah ja. So wie immer. Standard. Johann war auch da. Ach so, alleine oder auch noch mit Anhang? Mit der Familie. Also Mami, Papi. Okay. Ja, genau. Aber mehr war da auch nicht. Mehr war da auch nicht los. Dass er dann noch jemand anders mitgebracht hat. Okay, ja, schön. Ja, und wer seid ihr gerade hier alle da? Ja, also Philipp und ich halt, ne? Wir spielen gerade. Ist noch ein Dritter im Chat? Ach so, ja, das ist der Musikbot. Du hörst vielleicht Musik irgendwie. Hör ich. Genau, ganz da schwierig. Kann ich immer was einspielen, das ist ganz praktisch. Ja, genau, jetzt erfährst du mal hier diese ganze technische Welt, die wir uns erschlossen haben über die Jahre. Ja, genau. Auch nochmal für dich, also es ändert nichts an dem, wie wir quatschen, aber ich nehme auch tatsächlich gerade auf hier für den YouTube-Kanal, oh, weil das Ganze wird ja eigentlich mal so ein bisschen begleitet. Und Philipp und ich haben auch gerade sehr angeregt, vielleicht kannst du ja auch noch irgendwie Senf dazu geben, wir haben gerade sehr angeregt über Träume gesprochen, über so Träume, die man kontrollieren kann oder Träume von irgendwelchen Kindheitserinnerungen, die irgendwie total verrückt waren, aber halt einfach so existierten. Das finde ich sowieso immer eigentlich ein spannendes Gesprächsthema, aber da kann man irgendwie unendlich auch drüber erzählen, weil man jeder hat da irgendwie so seine eigene Geschichte. Oder seine eigenen Geschichten, die er irgendwie erlebt hat. Ja, vor allem, ich habe da schon viel drüber nachgedacht und ich kann dazu eigentlich auch viel sagen, aber also erstmal danke, Konrad, dass du sagst, dass das ein Livestream ist. Ja, live ist es nicht, das kommt irgendwann. Achso, das ist auch noch Mist, weil meine Freundin stört mich gerade dezent. Ja, nee, alles gut. Deswegen sage ich es. Geh weg, Amelie! Geh weg! Wirklich! Alter, ihr sitzt unter dem Schreibtisch, ey. Liebe Grüße an Amelie. Grüße von Konrad und von Philipp Wimmers. Ja, okay, dann grüße ich halt. Liebe Grüße zurück. Dann grüße ich halt. Ja, schön. Naja, Philipp wurde jetzt gezwungen, auch zu grüßen. Ja, du... Ich würde ganz ehrlich, meine Meinung ist manchmal so ein bisschen... Oh, Amelie, komm, jetzt geh mal hier aus dem Bild, ja? Oh, das tut mir leid, ich gehe gleich hier erstmal offline und mach erstmal kurz, sodass ihr ruhig ist.
wirklich, ja. Du bist auch komisch sein, ja. Oder? Jetzt auf einmal hast du da den Phil, der auf einmal Computer spielt. Muss für Amelie auch komisch sein. So erlebt sie sich auch eher selten, oder? Ich glaube, sie hat das noch gar nicht realisiert, dass ich das mache. Sie weiß eigentlich gar nicht, was ich da noch mache. Das ist wie bei PewDiePie, der spielt auch plötzlich Minecraft und die Folge kapiert gar nicht. Ja, wie irgendwelche Drittklässler hier, aber Imperium da auch. Ja, genau. Das Spiel ist halt irgendwie, das ist ja das Schöne, es ist generations- und zeitlos. Oh ja. Das ist wirklich. Also Amelie, wenn du auch mitspielen willst, dann kannst du gerne auf den Server kommen. Das hört sich wahrscheinlich nicht, aber. Ja, das ist. Hast du gehört, Amelie, ich übersetze dir das mal. Wenn du auch mal kommen spielen möchtest, kannst du gerne auf den Server kommen, wurde gerade gesagt. Aber bitte mit einem Zwinkern in den Auge, das klang gerade so, als würde ich. Ja, mit einem Zwinkern in den Auge, also eigentlich nein. Nein, so meine ich das auch nicht. So meine ich das auch nur nicht. Für Jungs. Ja, nur für Jungs. Ja, Tönis, Cord und ich haben uns gerade schon über dein Terraforming ausgelassen, ne? Ja. Alles ist erlaubt, aber übertreibst dich, ne? Also, ja, wir haben das auf der Karte gesehen und da sah es irgendwie doch sehr, sehr unnatürlich aus, aber so wie es jetzt ist, geht's eigentlich. Du könntest vielleicht, ich weiß ja nicht, was du geplant hast, aber dass du vielleicht dann früher oder später die Ecken so ein bisschen abrundest, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Also, ich meine, mach, was du willst, aber... Ja, also ich wollte mir so eine schöne Villa bauen da, weißt ja, du? Ja, okay, ja, klar. Also, ich weiß nicht, bisher bin ich mir ein bisschen unsicher mit dem Baustil. Das liegt eigentlich daran einfach, dass ich einfach zu wenig Rohstoffe habe. Ja, das ist... Und ja, ich muss erstmal gleich ein bisschen sammeln gehen. Ja. Ich habe schon von, weil Christoph hat da auch hinten sein Haus gesagt, ich finde es eigentlich immer ein bisschen komisch, wenn man gleich ohne, ich sag mal, vorher ein bisschen Freude und Erkundungsspaß gehabt zu haben, gleich nur an seinem einen Riesenprojekt arbeitet und dann sozusagen die Freude eigentlich vergeht und dann macht man es am Ende nicht mal fertig, weißt du? Ich glaube auch, ich sammle erstmal ein paar Truhen mit wichtigen Rohstoffen und dann fange ich an zu bauen. So, weißt du, erst die ganzen Sachen ranholen und dann anfangen zu bauen, weil ich habe keinen Bock zu bauen und dann merke ich, mir fehlt was, ich muss jetzt was holen gehen. Und dann ist es so ein Hin- und Hergerenne, darauf habe ich keinen Bock. Ja. Ja, übrigens, wegen Träume und so, ne? Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema. Punkto. Interpretation und Ansicht, also. Meinst du Deutung? Nämlich, meinst du Deutung oder allgemein, wie man das selbst interpretiert? Oder wie meinst du das? Achso, ne, vielleicht, wie kann man das am besten sagen? Na, ich meine, guck mal, es gibt einmal Leute, die sagen, anders. Es gibt Träume und Vorhaben. Okay. Träume ist etwas. Ach so, nee, wir reden richtig von Schlafträumen. Also nicht die, nicht die Träume, etwas zu werden oder etwas zu erreichen, sondern einfach man schläft und man träumt. Ach so. Ja, also ganz, ganz simpel, ja. Ganz below. Ach so, ich dachte schon hier, jetzt guck mal ein bisschen. Ne? Ja, so Future Shirt, nee, wir waren tatsächlich auf der sehr, sehr einfachen Ebene noch. Deswegen auch. Falls du den Begriff kennst, luzides Träumen heißt das. Das heißt, dass du halt deine Träume steuern kannst. Oder weißt, dass du träumst. Das, glaube ich, heißt es, ne? Dass du weißt, dass du träumst. Das hatte ich schon mal. Ja, ne? Gut. Philipp hat das nämlich noch nicht gehabt. Ich hatte das relativ oft. Also als deine. Philipp. Na, was heißt denn, was ich... Also, Philipp, ich, wenn... Pass auf, darf ich mal kurz was dazu sagen? Klar. Ich glaube, die Sache war einfach, dass ich es viel zu interessant fand, die Geschichte des Traumes, in dem ich eh schon drin war, einfach weiter mitzuerleben, als da zu beginnen, plötzlich mir einen riesen McDonald's-Buffet zu eröffnen. So, weißt du? Jetzt verstehe ich. What the fuck? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber, also, du wolltest gerade was erzählen, ne, Phil? Ich will dich nicht unterbrechen. Alles gut? Nein, erzähl jetzt weiter. Jetzt mach dein Thema. Das hatte ich früher, wahrscheinlich im Grundschulalter auch noch, dass ich irgendwie sehr, sehr oft das Gleiche geträumt habe, dass ich hier bei mir im Haus, wo ich wohne, sozusagen aufwache oder spawne, könnte man auch sagen, also dass ich hier einfach bin und dann laufe ich einfach alle Zimmer ab und gucke irgendwie, ob noch alles da ist und ob irgendwie was fehlt und so, und dann gibt es oben bei mir in der oberen Etage hat meine Mutter so ein Arbeitszimmer und da war ganz oft
war es ein Zugang zu einem anderen Haus, irgendwie wie in so einer Wohnung. So, und das war, hatte ich wirklich relativ oft, und dann wusste ich im Traum, okay, jetzt gehe ich nach oben zu dieser Arbeitszimmertür und dann ist da irgendwas anderes. Und das war jedes Mal ein bisschen unterschiedlich, aber ich wusste im Traum, dass ich träume, und jetzt gehe ich dahin und gucke mir im Prinzip aus Neugier an, was ist da dieses Mal. Also das hatte ich wirklich ziemlich oft, dass ich wusste, dass ich träume, und jetzt aus Neugier gucke ich mir an, was passiert. Und das hatte ich auch oft, dass ich, warte, ich liege übrigens wegen Schlafen. Können wir vielleicht schlafen? Ja, ich bin im Nesser, was soll ich machen? Ich wollte auch gerade schlafen gehen. Dann geh einfach offline, ich weiß gar nicht, wie das die Zeit weiterläuft. Ich bin gerade 10. Ich bin disconnected. Okay. Was ich sagen wollte noch, was ich noch beenden wollte, wo war ich denn mit dem Zimmer, mit dem, was man weiß, was man träumt? Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich weiß, genau. Das waren früher eine meiner Lieblingsträume, und zwar, oder meine Art von Lieblingsträumen, dass ich in irgendeiner fiktiven Stadt war und da waren ganz viele Häuser, die irgendwie einfach total schick aussahen, und dann konnte ich einfach in diese Häuser, sag ich mal, einbrechen und habe mich dann da immer einfach umgeguckt, wie das so aussieht, wie die das gebaut haben, was da so rumsteht, habe ich einfach, also so ein bisschen Stalker-like, habe mich dann immer in fremden Häusern so umgeguckt, und das fand ich irgendwie immer spannend. Das habe ich wirklich oft geträumt, dass ich mich in irgendwelchen fremden Wohnungen aufhalte und mich da umgucke. Hast du so toll, dass du es dann auch irgendwann in echt gemacht hast. Ja, natürlich, genau. Das ist natürlich der also ich habe auch gerade wieder eine Anklage laufen wegen Hausfriedensbruch. Das ist die Tat der Websuche. Genau. Hm. Ist verrückt. Ich glaube, das ist auch irgendwie so immer wieder was, wenn man Leuten seine Träume erzählt, dann glauben die, also dann denken die immer, der hat doch einen Schaden. Aber das ist irgendwie immer so. Also, Philipp, was du mir eben erzählt hast. Ich erzähle jetzt mal nicht von der Forelle in meinem Traum. Ja, ja, okay. Ach du, meine Güte. Was ist denn das? Klingt ja schon richtig geil.